seinen eigenen Wohntraum schaffen. Die Lebensraum 2012 im Grazer Messecenter bot die ideale Plattform, sich von Experten beraten zu lassen und sich über die verschiedenen Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Auch die Branche selbst nutzte die Gelegenheit, gemeinsam zum Thema Graz als Lebensraum 2020 über die Zukunft der steirischen Hauptstadt zu diskutieren. Die Zukunft der Stadt Graz sehe ich in der Verdichtung von noch freien Baulücken in optimaler Einpassung in das bestehende tolle Altstadtambiente. Natürlich wird man ein bisschen auch in die angrenzenden Außenbezirke ausbrechen, sodass man in Zukunft vielleicht jetzt in Eckenberg ein bisschen besser wohnen wird können. Aber ich sehe noch großes Potenzial, auch in den guten Bezirken wie St. Peter, Leonhard, Geidorf etc. Die Stadt, so wie sie heute gebaut ist, birgt ja noch einmal so viel Fläche, wie bis heute verbaut worden ist. Also 1084 Hektar Bauland sind ungenutzt in dieser Stadt. Durch sinnvolle Projektentwicklungen und eine weitblickende Stadtplanung kann nach Meinung der Experten noch mehr Wohnraum geschaffen werden. Als junge und innovative Stadt ist Graz auch geprägt von ständigen Erneuerungen und Trends. Eine mögliche Option für die Zukunft? Wohnen auf Zeit. Dass man wohnt für eine gewisse Zeit, dass man ein Haus baut für eine gewisse Zeit, das unterliegt gewissen Moden, das unterliegt einem gewissen technischen Standard und dass man dann sagt, nach 50 Jahren, man räumt dieses Grundstück wieder ab, gibt einer nächsten Generation die Chance, ihren Wohntraum darauf zu entwickeln. Um eine optimierte Lebensqualität zu gewährleisten, gilt es, die Strukturen der Stadt ständig zu hinterfragen und an die Ansprüche der Bewohner anzupassen. Zum Ersten, es muss leistbar bleiben. Hohe ökologische Standards sind wichtig. Und der dritte Bereich ist natürlich, dass wir auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse eingehen. Und es gibt auch die wichtige Frage der Demografie. Wir müssen für die älteren Menschen, gleichsam auch wie für die jungen Menschen, eine hohe Qualität an Wohnzufriedenheit zusammenbringen. Für eine Wohnzufriedenheit sind natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gefragt. Ich finde ganz wesentlich, dass sämtliche Benutzer, Bewohner einer Stadt sich auch virulent zu Fragestellungen der Stadt äußern können und diese Meinungen auch einfließen in die entsprechenden Abläufe und Prozesse. Graz als Lebensraum 2020. Die Visionen für die Stadt klingen vielversprechend.